Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Project Unstable in der Season 2. Zum Glück noch in der Season 2. Wie ihr seht, beginne ich meine Aufnahme hier unten bei meinem Stromversorgungszeugs, einem Umschalten, da wo meine ganzen Dings sind. Und ich bin gespannt, ob euch da was auffällt. Ne? 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 Genau, die ganze Umwandlung, was wir in den letzten Folgen einmal gemacht haben, ob es nicht sogar in der vorletzten Folge praktisch, wir sind ja jetzt diesmal schon in Folge 40, 40 Folgen an Stable 2. In Folge 38 habe ich da die komplette Umwandlung gemacht von Blödsinn, von EU auf RF und die Rückwandlung hier in so einem Gang von RF auf EU. Jetzt war es so, dass der Server irgendein Problem gehabt hat mit der Datenspeicherung. Da hat es irgendein Problem gehabt mit den Chunkloader. Und jetzt haben wir circa eine Woche Spielstand oder ungefähr eine Woche Spielstand verloren. Das heißt, es ist da alles weg. Ich darf das jetzt alles nochmal machen. Natürlich mache ich das jetzt nicht in der Aufnahme. Aber was mir jetzt einmal gar nicht so ungelegen gekommen ist, es ist natürlich mehr weg, weil in der einen Woche habe ich natürlich ein bisschen mehr gemacht als nur da unten drüben die Stromumwandlung. Ich habe euch das nämlich nur kurz gezeigt, da herum, das mit meinem automatischen Tresor, also Sackerl öffnen, also Taschen öffnen, was ich da in dem Raum gemacht habe. Ja, hier, herinnen. Und da das jetzt natürlich auch weg ist und ich damals so dämlich war und die Aufnahme verkackt habe, das heißt, die einfach nicht aufgenommen habe, kann ich euch das jetzt nochmal sagen. Und das werden wir jetzt miteinander machen in der Folge. Das heißt, ich mache jetzt da drinnen die automatische Goldfarm, wenn ihr es so sehen wollt. Und zwar brauche ich von der zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, habe ich schon wieder verschrieben. Item-Sachen, da brauche ich so Item-Konten, aber das sind Zwänge. Brauche ich mehr. In der I.O. Da haben wir die Item-Dinger. Da können wir uns gleich noch mindestens, da können wir uns gleich 16 bauen. Weil es wurscht ist, da brauchen wir nämlich da unten auch wesentlich mehr. Beziehungsweise der ganze Kabel-Chain, den was man uns braucht, also der Kabelgenerator, das ist alles weg. Da haben wir ein Speed-Upgrade, das nehmen wir auch mit, weil vielleicht geht das dann diesmal ein bisschen besser wie das letzte Mal. Was wir brauchen, das habe ich mir schon vorbereitet, das ist noch nicht weg. Das ist der Autonomous Activator. Der automatische Activator und die Vakuum-Chest. Dann brauchen wir auch noch Ender-Chests. Da brauchen wir zwei. Dann brauchen wir rote Farbe, Red. Da brauchen wir zwei, drei, vier. Ich glaube, das war's da wäre. Also das war jetzt das Wichtigste mal. Jetzt gehen wir da runter, jetzt tun wir da schnell mal was essen. Was essen? Was zum Essen? Und zwar werden wir das jetzt dann alles sich ein bisschen ganz anders aufbauen wie das letzte Mal. Das seht, dass das was anderes ist. Und zwar werden wir wahrscheinlich irgendwo entweder. Ich weiß, hallo? Da fällt eine Katze durch die Wand. Ich konnte das auch direkt da abzweigen. Nein, aber dann wird das da alles so voll. Das mag ich gar nicht. Das heißt im Prinzip kann ich. Nein, da kann ich eh nicht. Ach geh. Wisst ihr was? Scheiß doch der Hund drauf. Machen wir die Rohrverlegung wie das letzte Mal. Weil es ja egal ist. Das heißt, da kommen wir uns einmal durch. Sehr schön. Dann haben wir da das Löchlein. Und sollen wir die Kisten. Sollen wir das ein bisschen verlegen? Das können, mit dem können wir eigentlich weiter zurückfahren dann. So, das heißt da. Da wir mit F7 aktivieren wir jetzt wieder mal das mit den Kreuzeln, da sehen wir, wo wir überall noch zu wenig Belichtung haben. Wir sind unterbelichtet. Und dann werden wir, weil wir können, da oben schnell nur ein bisschen. Ja, das genügt. Ja. Die können wir eh alle abreißen, das wird dann alles ein bisschen anders gemacht. So. Da trennen wir gleich das ganze System ein bisschen, dass uns nichts in die Kisten reinfährt. Dabei, also ein Dolle kommt sein, dass ich eh mit habe. Das heißt, im Prinzip müssen wir bis da vierer gehen. Mit der Kisten, habe ich einen Dolle in der
Ja, da ist mein Dolly. Dann können wir schnell die Kisten da verhöbeln. Dann aufnehmen. Und dann gesagt, eins wäre der Vierer. Da glaube ich, stellen wir es wieder ab. Oder? Hallo? Ah, so. Sehr schön, das darf dann auch passen. Weil dann fahren wir da Vierer und nur ins Vierer. Dann haben wir noch ein paar Trashcans natürlich jetzt mit. Die Trashcans stellen wir auch nicht mal da her. Genau, das bietet sich dann eher. Dann sagen wir Insert, dann haben wir da gleich einen Itemfilter einer. So. Dann brauche ich da die Sachen, die ich ausfüttern will. Also, das darf nicht reinfahren. Kabel auch nicht. Eisen auch nicht. Und die zwei Sachen auch nicht. Alles andere, glaube ich, ist mir im Prinzip relativ egal. Das heißt, wir dann das da jetzt nicht whitelisten, sondern sagen wir Blacklist. Da haben wir es weg. Blacklist, das heißt, das darf nicht durch. Alles andere schon. Das und das und das und das und das. Ich habe jetzt das keine Ender Perlen, das sortiert jetzt nicht aus, weil von den Dingen habe ich so viel schon. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann brauchen wir da herum Chest. Und da haben wir wieder so ein Ding hier. Na. What? Was ist denn das voller Kabel? Weiß ist ein Kabelchest. Ich muss aber jetzt nur schnell. Gut, das ist ja wurscht. Das heißt, da nehmen wir das Ding hinten, dann machen wir rot und rot. So. Und jetzt, wenn ich reinschaue, müssen wir jetzt lassen. Perfekt. Das ist jetzt meine. Dann sage ich, da tun wir auch wieder ein Itemfilter rein. Und da tun wir. Das ist alles weg. Das tun wir whitelisten. Da sagen wir, da darf nur mehr, da darf das durch und Glowstone darf durch. Alles andere nicht. So, das heißt, das können wir wieder reinschmeißen. Rein theoretisch müsste das Ding jetzt rauspumpen. Achso, nein, kann es ja noch gar nicht. Wenn ich das jetzt auf Insert tue, dann müsste das Ding rauspumpen anfangen. Hallo? Ah. Always active. Jetzt aber. Haha! Sagt, jetzt pumpt man der da schön rein und das geht dann automatisch in mein ME-System. Da muss ich wahrscheinlich auch. Nein, das passt eh. Gut, dann da wir das jetzt verbinden. Und da auf geht's dann weiter. So. Das ist natürlich wieder 1-2 da mit. Dann bauen wir das dann mal schnell ab. Wo ist meine Spitzhacke? Da brauche ich meine Spitzhacke. So. Hallo. Und dann bauen wir da um. Ach, Fackel, geh weg. So. 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 Und so. So. Gehen wir uns weiter? Ja. So. Und da bist du ganz vierer. So, dann haben wir die zwei Standard weg. Das heißt, da am Boden her kommt wie letztes Mal auch die Vakuum-Chest. Und da drüber kommt der Aktivator. Zack. Und den müssen wir jetzt noch einstellen, dass der von oben einen Input hat. Ja. Dann muss ich, glaube ich, sollten wir das da auch noch einstellen. Zack, Insert und fertig. Gut. Das ist dann das. Dann schließen wir da. Boah, jetzt haben wir schon wieder fast die ganzen Dinge gebraucht. So, da fahren wir dann weiter. Eins. Nein, da noch nicht. Da fahren wir jetzt auf. Da machen wir dann ein Zwarerloch in die Wand rein. Wie das letzte Mal auch. Da haben wir dann die nächste Ender-Chest her. Ich konnte das natürlich auch direkt an das ME-System anschließen, aber das ist ja viel zu langweilig. Ach, jetzt haben wir da wieder unsere Kabel-Chest und jetzt ist wieder meine private.
Und so, das schließen wir da an. Dann tun wir da drüber natürlich eine Trashcan. Zack. Da sagen wir auch Insert. Und da machen wir auch wieder einen Itemfilter. Das tun wir aber blacklisten. Das darf dann nicht durch. Und dann müssen wir uns noch schnell die Items suchen, die nicht durch dürfen. Aber müssen wir hin. Wir brauchen eine Fackel am Boden, sonst geben wir da die Monster. So. Da nehmen wir, ich glaube, ich hau da jetzt schnell ein paar so Sackerl am Boden, dass ich die Items kriege, die ich brauche. Das war schon mal gut. War gut. Also, wo steht da rein? Zack, 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 zack. Also, Enderperlen brauchen wir, Emeralds brauchen wir. Jetzt muss ich da schnell mal hergehen. Das andere Zeug, was ich nicht brauche, weggeschmissen, weggeschmissen, weggeschmissen. Das nicht. Dann auch weg. Also, ich will Emeralds will haben, Diamanten will haben, Gold will haben, das Gold will haben. Die darf man da in dem Fall auch durchlassen. Das brauche ich alles nicht. Und ich glaube aber mehr Items sind es gar nicht. Ist das so? Und dann kommt da noch irgendwas raus, was interessant war. War eigentlich gar nicht gut. Ja, dann lassen wir es einmal dabei. Ich glaube, ich habe jetzt nichts, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Das heißt, in die Blacklist da haben wir in dem Fall die Enderperlen wieder dazu, weil da kommen ein paar aus und ein paar im ME-System sind sicher kein Fehler. Gold brauchen wir noch und Dias brauchen wir noch. Ja, das können wir dann da reinschmeißen. Zack, 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 zack. So, da haben wir gesagt Extract und Always Active. Und da müssen wir auf Insert gehen. So. Das passt auch. Da schauen wir jetzt, dass wir, ja, da tun wir die ganzen Upgrades rein, dass die schnell rauspumpt. Und wenn ich da jetzt in das Ding wieder eine Whitelist mache, und da lasse ich dann genau die zwei verschiedenen Sackerl durch. So. Hallo? Ah ja, so. Und so, und da sagt man Extract und Always Active. Dann darf jetzt da das Zeug schon langsam anfühlen. Ah ja. Puh. Okay, die Waage kommt schon. Oh, bist deppert, das geht aber schnell. Kann ich das nicht durchrennen lassen? Also, und das im Prinzip war's, Leidl. Hat jetzt 13 Minuten dauert der Aufbau, nicht mehr schlimm, oder fast 14 Minuten, wenn wir ehrlich sind. Aber im Endeffekt habe ich da meine ganzen Fütter, wo ich was durchlassen will. Hallo? Da kann ich da wieder nicht drauf zugreifen. Spinnen sie jetzt schon wieder? Spinnen wir schon wieder? Ja. Gut, hin und wieder geht's. Und, ach scheiße. Ich bin in der Aufnahme. Hallo? Jawohl, der Sound Stunden später. Und wir können im Prinzip das andere Zeug, was wir sowieso nicht brauchen, können wir entsorgen. So, das heißt wegschmeißen, wegschmeißen. Zucker brauchen wir nicht. Das können wir alles da nicht haben. So. Karotten! 64 Karotten? Nein, Karotten. Nein, oder? Wenn wir uns Karotten. Ah, schmeißen wir es mal ins ME-System. Wir haben genug Platz. Ach Gott, jetzt spackt das so umeinander und ich kann nichts da außer warten. Verflucht! Jawohl, da haben wir schon wieder einen guten Ping. Das gefällt mir. So. Und wenn ich das jetzt anaktiviere, mit Rechtsklick. Dann clash das, bist du fertig. Jetzt ist dann nicht mehr das Schuld, sondern das andere. Jetzt muss ich mir. Ich habe die Dinge. Achso, das baue ich dann eh unten um. Das werde ich jetzt beim ME-System oben dazu tun. Das machen wir jetzt noch gleich. Aber sonst habt ihr es soweit gesehen, wie das funktioniert.
Und das ist natürlich mördergeil. Und ich werde da jetzt irgendwo. Und dann kann das eigentlich durchlaufen. Das finde ich auch episch. Da haben wir die ganzen Speed-Upgrades drinnen. Zack, 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 zack. Da ja das da umbaut wird, dann von wegen, dass das nicht mehr ein Kabel aus dem ME-Log rauszieht. Apropos ME-Log. Ah, ich habe wieder alle Kabelstones drin. Ist ja auch sehr geil. kann ich die ganzen Speed-Upgrades natürlich da reinhängen. Irgendwo. So. Das heißt, dann das Ding pumpt wesentlich schneller raus. Da, tuk, 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 bonk, bonk, tuk, 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 tuk. Beziehungsweise würden wahrscheinlich zwei auch genügen für das, was ich brauche. Ja, locker. Locker, locker, locker. Das heißt, die konnte eigentlich. Ah, ist ja dabei mal wurscht. Dann können wir das da unten aber nur lassen, weil vielleicht fangen wir dann wirklich die Produktion mit ein bisschen vom Kabel vom ME-System an, weil ich da so viel noch habe. Und so viel Kabel im ME-System brauche ich nicht. Nur dazu muss ich jetzt erstmal Strompartie wieder aufbauen. Sind wir schon durch, oder was? Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Viech droppt die? Wahrscheinlich irgendeine Hex, gell? Haben wir das schon gemacht? Na, das pumpt eh noch fleißig umeinander. Wenn nicht gar. Ja. Okay. Das perfekt haut das hin. Aber wenn ich so ein Buch nochmal erwischt, das wäre natürlich interessant gewesen. Schauen wir nochmal schnell, ob ich eh nichts falsch aussortiere. Aber funktioniert gut. Funktioniert genauso, wie man es vorgestellt hat. Eigentlich sogar fast ein bisschen besser. Was war denn das? Oder was ist denn das? Zahnpflaster. Ah, brauchen wir nicht. So. Kommt jetzt nochmal so ein Buch of Binding. Book of Binding. Ne? Kommt noch was da dazu da. Ah, die sind eher rar. Und eher cool. Und wenn sie nichts kosten, nehmen wir es natürlich. Kein Book of Binding. Doch, da ist es. Na, das ist nicht. Können wir mal schauen. Wir können das natürlich einmal da hinzufügen und schauen, ob wir dann alle Bücher drin lost. Oder nicht alle. Ja, aber im Prinzip war es das und das Ding läuft halt da jetzt vollautomatisch dahin. Bis da halt alle Sackerl gar sind. Tut der E-Reihe um auswählen. Ja. Dann wieder das, dann wieder das. Jawohl, das passt perfekt. Ja. Und so kann man das automatisieren ohne großen Aufwand. Das funktioniert perfekt und das Zeug rennt automatisch ins ME-System. Und da kommen die ganzen Kleinigkeiten rein, die was so geil sind. What? Das ist halt auch nicht hundertprozentig richtig, habe ich gerade gesehen. Da war wieder irgendwas falsch dabei. Aber naja. Gut. Das soll es einmal soweit gewesen sein eigentlich. Gibt's sonst noch was zum Sagen? Na, eigentlich wissen wir nicht. Ich werde jetzt den Kabelchain da unten wieder vorbereiten. Das habe ich eh. Aber das werden wir dann offscreen machen natürlich. Und irgendeine Folge. Achso, wir konnten eigentlich gleich mit Pontane noch weitermachen. Dann machen wir dann ja nachher. Ja, schauen wir mal. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen. Und ich hätte bis dahin gesagt, das hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht es beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.